Aus meiner Sicht sind wir jetzt im letzten Stadion dieser Fed Fake Pivot Rally, also dieser Rally, die davon ausgeht, die Inflation hat ihren Zenit erreicht, das stimmt sehr wahrscheinlich, und die daraus folgert, naja, dann wird die Fed bald umsteuern, und das stimmt sehr wahrscheinlich nicht. Das sind aber die beiden Prämissen, auf der diese Rallye basiert. Eine stimmt, die andere stimmt nicht, und dass die zweite nicht stimmt, das dürften wir sehr bald erfahren. Heute Abend das FOMC-Protokoll am 30. November wird Paul sprechen, und dann haben wir ja Mitte Dezember noch die Fed-Sitzung. Es ist also eine Hoffnungsrallye, es ist auch eine Rallye derjenigen, die unterpositioniert waren, die Profi-Investoren, die so auf die Mütze bekommen haben an den Aktienmärkten und den Anleihenmärkten, die versuchen jetzt noch Performance zu retten, gehen gehebelt mit Optionen in den Markt, und dementsprechend ist dann das Fallpotenzial, wenn da irgendwas schief läuft, relativ hoch. Dementsprechend wäre ich jetzt sehr vorsichtig langsam auf diesen Kursniveaus. Gestern haben wir so ein langsames nach oben Laufen der Märkte gesehen. Dieser Markt hat sich gestern verhalten wie ein Bullenmarkt, dieses langsame, unbesorgte nach oben Laufen, aber wir sind nach wie vor in einem Bärenmarkt. Und das ist genau das Problem, das dieser Markt derzeit hat. Gestern haben wir gesehen, dass offensive Sektoren auch vorne waren, Technology, Energy, Materials, defensive Sektoren hinten. Vorgestern war das Gegenteil der Fall, aber hier sehen Sie mich, wie ich praktisch vor der bullischen Meute stehe und sage, ihr seid alle daneben, ihr habt alle Unrecht, Geld, das ist natürlich ein gefährliches Unterfangen, das ist mir klar. Wir haben hier solche bullischen Akteure wie Game of Trades, die sagen, der S&P 500 formiert eine klassische Bullenflagge mit einem Kursziel von 4300 Punkten in einer sehr schnellen Bewegung. Schauen wir da mal, was kommt, meine Damen und Herren. Hier sehen wir, dass wir durchaus noch ein bisschen Platz haben bei dieser Rallye. Der S&P 500 hier in seiner Abwärtstrendlinie, insgesamt sehen wir tiefere Hochs, tiefere Tiefs. Dieses Muster ist nach wie vor intakt, und wenn wir hier diese obere Trendkanalbegrenzung erreichen, dann hätten wir immer noch ein tieferes Hoch gemacht. Und unten sehen wir den VIX, der jetzt langsam in sehr interessante Gefilde kommt. Ein Trendkanal, der hier erreicht wird. Wir haben diese Rallye, obwohl die Fed Terminal Rate Expectations weiter nach oben gehen. Also die Erwartungen, wo der Gipfel der Zinsen ist, der steigt weiter, aber die Märkte steigen auch. Wir sehen gleichzeitig, dass sich die Zinskurven immer weiter invertieren. Hier unten sehen Sie die dreimonatige und die zehnjährige US-Staatsanleihe. Jetzt so invertiert wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Und genau da ist auch der Hase begraben, denn man kann ja auf einen Fed-Pivot hoffen, aber wenn die Rezession kommt, dann eben geraten Gewinne und Umsätze von Unternehmen unter Druck. Heute haben wir den Paulische Rom, der dann praktisch, na, nicht selber, aber das FOMC-Protokoll wird um 20 Uhr veröffentlicht. Man darf daran erinnern, dass dieser Anstieg der Zinsen eben extrem schnell passiert ist. Und man darf annehmen, dass dieser Anstieg der Aktienmärkte dann wiederum der Fed nicht gefällt, weil dadurch die Financial Conditions laxer werden. Das macht Zinsanhebungen der Fed unwirksam. Heute dann davor kommt oder 20:45 PM. amerikanischer Zeit, also das wird nachmittags, abends sein, je nachdem, ob das Ost- oder Westküste ist, kommt James Bullard, der sicherlich auch nicht erfreut ist über diese Rallye. Die Royal Bank of New Zealand hat jetzt übrigens den Zins 75 Basispunkte angehoben und sich sehr hawkisch geäußert. Australien und Neuseeland sind so ein bisschen Vorreiter eigentlich in dieser Geschichte. Hier sehen wir nochmal, ja, da ist noch ein bisschen Platz nach oben. Da kann es durchaus weiter nach oben gehen, nochmal für den S&P 500, um in diesem Trendkanal zu bleiben, in dem wir jetzt sind. Und wir sehen, dass wir beim VIX, ich hoffe, das können Sie sehen, so eine genau identische oder sehr, sehr ähnliche Struktur haben. Eine Falling Bullish Wedge, wie man das nennt. Also es ist damit zu rechnen, dass wir bald mehr Volatilität sehen. Wir haben hier bei 20,6 ein wichtiges Gap, das wir anlaufen. Ich glaube, 5 Tage in Folge ist der VIX jetzt gefallen. Dieses Gap, wie gesagt, knapp unter der 21er Marke, und wenn wir uns jetzt mal angucken, jetzt wollen ja alle wieder kaufen, jetzt wo der VIX ganz tief ist, würde man etwa kaufen, wenn der VIX unter 20 ist.
Nein, beziehungsweise genau, wenn der VIX über 30 ist und man kauft und verkauft dann eine Long-Position beim S&P 500 bei einem VIX unter 20, dann hätte man durchschnittlich 27,2% gewonnen. Wenn man den S&P 500 einfach gekauft und gehalten hätte, hätte man 15% verloren. Und wenn der VIX unter 20 schließt, also ein Niveau, in dem wir fast sind, und man dann verkauft, wenn er über 30 ist, verliert man 33%. Die Message ist, wenn der VIX niedrig ist, dann ist letztendlich das Risiko höher, weil ja praktisch keine Angst im Markt ist. Normalerweise sind die Kurse dann schon relativ hoch. Dagegen, wenn die Angst da ist und der VIX sehr hoch ist, dann ist das Chance-Risiko-Verhältnis deutlich besser. Hier sehen wir beim Dow Jones, der ist jetzt nur noch 6,4% vom Hoch entfernt. Wir sind 18,4% gestiegen seit Oktober. Und sind also wirklich hier mit einer massiven Welle hier nach oben gegangen, Unterpositionierung auf der einen Seite, Short Squeeze auf der anderen Seite, aber jetzt noch rein, eher nicht aus meiner Sicht, ja, da ist noch ein bisschen Platz. Wir sind dabei beim Dow Jones hier eine dreifach negative Divergenz auszubilden, das sind eigentlich die sichersten Signale, die Sie am Markte bekommen können, wenn die Indikatoren Ihnen solche Signale geben. Wir sehen jetzt, dass die Anzahl der Aktien, die über ihrem 20 oder ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln, auf Niveaus sind, wo nicht mehr wahnsinnig viel Luft nach oben ist. Also man ist optimistisch, man ist so ein bisschen angstfrei. Alles ist gut, alles wird jetzt in Richtung Jahresendrallye laufen. Die Profi-Investoren wollen und brauchen diese Jahresendrallye. Es ist ja auch so, irgendwie dieses Verhalten aus den Bullenmarktzeiten, als man gesagt hat, ja, Free Lunch, du brauchst doch nur eine einzige Geschichte machen und schon geht alles gut. Auf der anderen Seite sind offenkundig jetzt schon so viele so investiert, dass die Rate derjenigen, die Quote derjenigen, die ihre Equity-Positionierung noch ausweiten wollen, deutlich gefallen ist. Also man scheint schon ein bisschen All-In zu sein. Man ist vor allem, wie gesagt, bei Investoren, bei Profi-Investoren mit gehebelten Optionen, wie Daten zeigen, drin. Wir sehen aber, dass unter der Oberfläche ja Blasen platzen, Krypto-Crash, wir sehen Tesla unter Druck, wir sehen Beyond Meat etwa, eine Aktie, die 95% verloren hat seit ihrem Hoch 2019, kam als IPO bei $25. Jetzt sind wir bei $12, das Unternehmen verliert immer mehr Geld und das ist genau der Punkt, der eben jetzt abgestraft wird. Früher war es egal, vor der hawkischen Wende der Fed, war egal, was für ein Geschäftsmodell hast, du hast Hauptsache ein bisschen Hoffnung, gell? Dann sind jede Bewertung gerechtfertigt und diese Hoffnung endet dann so. Es ist ein konstantes, im Grunde abplätschern, ein Scheitern solcher Firmen, die eh kein Mensch braucht, als würde Beyond Meat irgendwie mit veganen Burgern irgendwie irgendwas in die Welt gesetzt haben, was nicht reproduzierbar oder eine Neuerfindung wäre. Also das ist doch eigentlich auch alles Quatsch. Dementsprechend fallen diese Dinge und eben auch Krypto. Jetzt hat sich Sam Bankman-Fried geäußert, naja, als die Sachen nach unten brachen, habe ich es versäumt zu kommunizieren. Ich war wie eingefroren und habe nichts gesagt, bla bla bla. Also da ist praktisch nicht dieser ganze Scam, der dahinter steht, überhaupt auch nur adressiert. Seine Eltern haben massiv Immobilien gekauft, beides Universitätsprofessoren im Bereich Jura, die dann irgendwie 16 Immobilien auf den Bahamas kaufen. Die werden schon ganz ordentliches Geld verdienen, aber es wird wahrscheinlich nicht für 16 hochpreisige Immobilien reichen. Das dürften Kundengelder gewesen sein. Cathie Wood wiederum hat gesagt, sie bleibt bei ihrer Bitcoin-Forecast von $1 Million im Jahr 2030 und das ist natürlich, also sie bleibt bei ihrer Blasenlogik, könnte man auch sagen. Sie findet es gut, was Musk mit Twitter macht. Oh, allerdings hat Musk ein Problem. Mehr als ein Drittel der Top-Advertiser auf Twitter haben jetzt keine Werbungen mehr geschaltet. Das wird dem Elon nicht gefallen. Nicht gefallen tun die Dinge auch vor allem den Menschen in China, vor allem in der Foxconn-Fabrik in Zhengzhou. Dort Gewaltausbrüche, die Leute werden da ja quarantäniert. Da gibt es massive Auseinandersetzungen, das sieht so ein bisschen apokalyptisch aus, der Müll, der überall rumliegt.
Ausschreitungen gegen das Wachpersonal. Die Leute fliehen aus dieser Fabrik. Das ist eine tolle Nachricht für Apple. Ich bin mal gespannt, wann diese Nachricht auch eigentlich eingepreist hat. Das ist ein Risiko für Apple, wie gesagt. Aber gut, man lebt ja nur einmal, gell? Dementsprechend ist uns das ja alles wurscht, wenn da weniger kommt. Apple versucht ja schon seine Produktion rauszuverlegen aus China, aber bis das gelingt, wird es eben dauern. Wir sehen hier übrigens auch mal die Produzentenpreise in China. Alle sind ja auf Inflation und die Zentralbankenpolitik so ein bisschen fokussiert, aber China ist so eine Art Frühindikator, der zeigt, dass auch die Global Earnings ein Problem bekommen werden, also die Gewinne der Unternehmen ein Problem bekommen werden. Das wird das große Thema im Jahr 2023 sein. Hier noch zwei Artikelempfehlungen. Norwegen erschließt neue Gasvorkommen. Das kann im Jahr 2026 dann langsam was werden. Bis 2026 machen wir all dieweil weiter mit unserem Wunschkonzert. Wir müssen nur Alternative ausbauen. Dann wird das Wunder schon kommen. Das Wunder von Bern oder was, ich weiß es nicht genau. Alle, die es anders sehen, die sind irgendwie rechts, gell, ist klar. So stark fallen Immobilienpreise bereits in Teilen Ostdeutschland. Das ist ein Trend, nicht nur Skandinavien, nicht nur Deutschland, nicht nur USA, China und überall Immobilienpreise in Zeiten ansteigender Zinsen. Und daher die Logik, dass die Märkte jetzt ihren Boden gefunden haben, die Fed jetzt umsteuert, weil die Inflation ihr Top erreicht hat, die überzeugt mich nicht. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir jetzt im letzten Stadium dieser Rallye sind. Neue Anstiege noch möglich, aber be careful outside, da kommt was bald nach unten. So meine Sicht der Dinge. Jetzt wünsche ich das Allerbeste. Sag Servus, ciao.